Ja, jetzt geht's los und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Frank 9 Langen. Und wie ihr da oben schon seht, heute kommt wieder Lego auf den Tisch. Ja, Lego aus dem Jahre 2009. Es ist die 8176 Motorräder. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, Motorräder, es gibt doch bisher nur Baumaschinen, ja. Ich bin durch einen sehr glücklichen Zufall an dieses Set gekommen. Nochmal danke dafür und Grüße ins Münsterland. Ja, und dann bauen wir heute mal Motorräder. Und aus dem Jahre 2009 verspricht die Verpackung doch Rennspaß, würde ich mal sagen. Ja, wenn ich das hier richtig alles deute, sind da zwei Motorräder drin. Und man kann hier irgendwas anschieben, was dann über eine andere Seite, eine Rampe fährt. So soll es wohl sein. Wir schauen mal auf der Rückseite nach, ob das denn so ist. Ja, die Verpackung, ich hatte sie schon mal auf, muss ich gestehen. Sie lässt sich nicht so öffnen, dass sie nicht kaputt geht. Das funktioniert leider nicht. Ja, und auf der Rückseite sehen wir tatsächlich zwei Motorräder. Ein schwarzes, ein rotes oder ein vierrädriges Gefährt, ein Racer. Wie auch immer, ich denke mal, das können wir alles bauen. Also die beiden oder den da. Und dann fährt das Ding da oben mit Action und springt über eine Rampe. So soll es wohl sein, aus dem Jahre 2009. Wir packen kurz aus. Wir packen kurz aus und da kommt schon ein 15er Liftarm entgegen. Eine Rampe, das ist wohl die Rampe. Es ist Pappe, foliert, würde ich mal vermuten. This way up. Das ist die Rampe. Zwei Gummireifen. Eine Tüte mit weiteren Reifen, nochmal zwei Stück, sind aber etwas schmaler im Profil. Vier Felgen, Liftarme, rot, grau und schwarz. Noch ein 15er Liftarm, weitere Technikteile, Teile in schwarz, jede Menge Achsen sind dabei. Ja, natürlich Aufkleber. Aufkleber rot, schwarz für die beiden Motorräder. Eine kleine Tüte. Noch eine kleine Tüte mit natürlich blauen Dreierpins und blauen Achspins. Das ist ja, die Erwartungshaltung ist immer da, dass wir das kriegen. Also von daher sage ich ja gar nichts. Noch was? Nein, der Karton ist leer. Den können wir mal wegtun. Aber wir haben hier eine sehr, sehr dicke Bauanleitung, würde ich sagen. Ich blätter mal nach hinten, um auf die Seitenzahl zu gucken. 76 Seiten. 76 Seiten für die paar Teile. Wahnsinn. Wahnsinn. Und es ist ja aus dem Jahre 2009, das ist die gleiche Rückseite übrigens, wie die Rückseite vom 7685, dem Bulldozer. Der ist auch aus dem gleichen Jahr, ja, aus der City-Serie. Das ist ja nicht die City-Serie, die Racer-Serie, vermute ich jetzt mal, wenn es oben drüber steht. Und wir können es auch hier im Lego-Club anmelden, aber nicht mehr schriftlich, also nicht mehr ausfüllen. Ja, das war da noch der Fall, hier nicht. Hier geht es per Anruf. Machen wir natürlich nicht. Machen wir nicht. Wir schauen aber mal, wie es losgeht. Wir sollen erstmal schön sortieren und dann direkt loslegen. Ja, wir haben hier einen Grauverlauf-Hintergrund auf allen Seiten. Nicht diesen hellblauen wie beim Bulldozer. So sieht's aus. Lego-typisch. Teil für Teil geht es dann da dran. Aber wir bauen ein Motorrad und dann geht es auf Seite 20 sogar schon dann zum zweiten Motorrad. Und ich denke mal, dann kriegen wir hinten auch nochmal den Vierachser, genau, den Vierachser dieses Fahrzeug kriegen wir auch als, Entschuldigung, als gedruckte Anleitung. Alles hier drin und die Rampe. Die bauen wir natürlich auch. Dafür sind hier diese einzigen beiden großen Liftarme, die dann wohl unter die Rampe kommen, damit dann das Motorrad, wie auch immer, da einen Sprung macht. Ja, wie auch immer das funktioniert, wir lassen uns überraschen. Ich habe so einen Racer noch nie gebaut, aber es ist ja immer für irgendwas das erste Mal. Also, ich baue, bleib dran, in einer Sekunde bin ich doch schon wieder da. Ja, da bin ich wieder mit den fertig gebauten Motorrädern aus der Racer-Serie aus 2009. Was soll ich sagen? Fangen wir mal mit den Motorrädern einfach an. Also man baut zwei Stück hintereinander und das ist das Ergebnis.
Sie sind nahezu baugleich und auch die Bauschritte unterscheiden sich nur am Ende beim Lenker, bei den Lampen, hier ein bisschen beim Tank, aber das grundsätzliche Bauen ist das gleiche. Man baut das eine, baut das andere. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, es sind 208 Teile im gesamten Set. Das heißt, man hat das auch relativ zügig zusammengebaut. Und ihr merkt schon aus meiner mäßigen Begeisterung beim Zusammenbauen, man macht hier die Aufkleber drauf. Fangen wir mal anders an. Es ist ein Set für 8- bis 12-Jährige aus dem Jahr 2009. Gut, das ist jetzt 13 Jahre her, aber, wir haben eine Racer-Serie. Ihr habt die Produktbilder auf der Verpackung auch gesehen. Wenn ich das sehe und unten auch mir diese Zeichnung betrachte, erwarte ich Action. Es steht ja auch irgendwo drauf, ja, dass man Action haben soll bei diesem Set. Hat man in gewisser Weise dann auch, also nicht beim Zusammenbauen, da hat man keine Action, da baut man einfach nur zusammen, macht die Aufkleber drauf, die Räder. Es ist kein Motor verbaut, auch kein Rückzugmotor, irgendwas, das das Motorrad irgendwie antreibt. Ja, was diese Zeichnung ja vielleicht noch suggerieren würde, dass da irgendwas passiert, wenn man hier hinten draufdotzt. Da passiert aber nichts. Also da passiert nichts, außer dass das Motorrad vielleicht stürzt. Und da sind wir schon beim Thema, beim Stürzen, genau. Diese Rampe aus Pappe foliert. Man klemmt diese Liftarme da dran durch diese Buchsen. Das funktioniert schon. Das funktioniert. Also die Rampe ist da. Sie hat auch hier Bodenkontakt. Das Yogatuch liegt da. Ja, das Yogatuch haben wir sonst immer nur für Raupenfahrzeuge. Wir brauchen es aber jetzt vielleicht mal, um die Rampe etwas zu stabilisieren. Denn ja, die rutscht ja so schon. Und wir sollen ja jetzt ein Wettrennen machen mit diesen beiden Motorrädern. Jetzt haben wir hier keine zwei Kollegen, die Wettrennen machen können miteinander, deswegen muss ich das mit mir selber machen. Und man macht das einfach so, indem man das Motorrad anschiebt und es soll dann über diese Rampe flitzen und möglichst weit springen. Man könnte es dann messen, wie weit man gesprungen ist. Soweit die Theorie, aber wir könnten es vorher mal ausmessen. 208 Teile, also 208 Teile für das gesamte Set. Ja, es sind ungefähr knappe 17 cm. In der Länge etwa 5 breit und in der Höhe sind es 6, mal so auf die Schnelle gemessen. Das ist ja das Gleiche in Schwarz. Ja, das Gleiche in Schwarz. Also man soll fahren. Wir hatten übrigens ein paar Teile über. Die üblichen Kleinteile. Ja. Es hat, glaube ich, um die 30 Euro gekostet, mal vor 13 Jahren. Ungefähr um die 30 Euro. Man bekommt es heute auch um den gleichen Preis, 25 bis 30 Euro neu. Ja, darum geht es aber gar nicht, um den Preis. Ist auch völlig wurscht, denn es soll ja Action bringen. Und wenn ich jetzt... Soll ich das riskieren hier? Nein, wir machen es einfach nur mal kurz zur Demonstration mit etwas wenig Geschwindigkeit, was passiert. Ja, das funktioniert. Jetzt fällt schon wieder die Lampe um. Ja, vielleicht war das auch mit Action gemeint, indem die Lampe umfällt. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Vor ein paar Wochen ist sie auf der anderen Seite einfach mal umgefallen, indem ich dagegen gedotzt habe. Da stehen noch so zwei kleine Leuchten. Ist aber auch jetzt egal. Aber ihr seht schon, das wird natürlich nicht funktionieren. Zumindest nicht wirklich gut. Deswegen liegt hier das Yogatuch. Wir machen es mal ein bisschen hier aus dieser Perspektive in die Mitte. Und wir probieren es hier nochmal. Was passiert? Ja. Es bleibt schon eher stehen, die Rampe. Wir machen es mal ein bisschen mehr Speed. Ja, und das passiert. Es ging erstaunlich gut. Also ich habe es auf dem Fußboden probiert. Ich habe hier eine Kiste hintergesetzt, damit das nicht wegfliegt. Und mit ordentlich Schmackes dann das Motorrad da drüber geschoben. Es hat auch einen ordentlichen Satz gemacht, aber danach hat sich dann zerlegt. Das war eigentlich klar, auf dem Holzfußboden. Man sollte es auf einem Teppich machen, auf einem... natürlich nicht auf einem, ihr wisst, was ich meine, sondern auf so einem schönen, glatten, vielleicht funktioniert es dann. Es war jetzt erstaunlich gut hier, ich halte das nochmal fest. Man müsste hier eine Kiste hintersetzen, irgendwas, was, oder man klebt es mit Klebeband fest, ich weiß es nicht. Ich halte es mal fest und dann gucken wir mal, ob es, es ist ja fast so gelandet, wie es gestartet ist, also so. Ja, bei mir ist es immer umgekippt und die ganzen Teile sind abgegangen. Es ist nichts kaputt gegangen, das ist ja fast unkaputtbar, das Zeug, aber... Probieren es nochmal. Vielleicht habe ich ihm ja bisher Unrecht getan. Wow, er steht.
Es steht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das doch funktioniert. Wie gesagt, auf dem Holzfußboden ist es zerdeppert. Vielleicht hatte ich aber wirklich zu viel Schmackes. Ja, das kann man damit machen. Und das war's. Ja, dann macht der eine macht mit dem schwarzen, der andere mit dem roten. Man könnte dann die Abstände messen. Gut, das war's. Also, ja. Ich hätte mir anhand der Bilder hätte ich mir ein wenig mehr versprochen. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Man kann es natürlich noch umbauen zu diesem... Ich hatte am Anfang gesagt, es wäre ein Vierachser. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Es ist natürlich kein Vierachser. Es hat nur vier Räder. Das ist, wo kann man es am besten sehen? Kleinen Augenblick. Das ist dieses Teil. Ein Zweiachser mit vier Rädern. So heißt es natürlich richtig. Also manchmal erzähle ich aber auch hier Blödsinn. Entschuldigung dafür. Aber ihr müsst ja immer daran denken, es ist und bleibt eine Unterhaltungssendung. Ja. Der Vierachser. Soll ich den nochmal bauen? Ich weiß nicht, ob ich den bauen soll. Denn da, erstaunlicherweise, gibt es da eine andere Rampe. Also die baugleichen Teile, aber wie ihr seht, ist das nicht das Gleiche. Die ist dann flacher für das Auto und bei den Motorrädern ist die Rampe halt, so wie sie jetzt ist, relativ steil. Also, ich würde mal sagen, ein kleines Fazit. 208 Teile sind schnell zusammengebaut. Enttäuschend war eigentlich nur, dass es wirklich völlig baugleich ist. Das ist irgendwie nicht so ganz so prickelnd, aber gut. Es hat auch kein Rückzugmotor, nichts. Aber ich würde mal sagen, hier... Naja, es geht so einigermaßen. Also, die Zielgruppe ist natürlich wirklich 8 bis 12, also maximal 12, wenn überhaupt. Und es ist ja auch kein Modell, was man sich in die Vitrine setzt, wie zum Beispiel diesen Bulldozer aus dem Jahre 2009, das ist das gleiche Jahr. Der kann natürlich auch bulldozen, also was vor sich her schaufeln. Und er sieht auch noch gut aus für die Vitrine, finde ich. Das stellt man sich, glaube ich, nicht in die Vitrine oder ins Regal, sondern das will man bespielen. Und... ja, es geht mäßig, würde ich mal sagen. Es geht mäßig und ich glaube, bevor ich das nochmal tausendmal wiederhole, lassen wir es einfach dabei. Ich sag mal, ja, befriedigend, würde ich mal sagen. Vielleicht baue ich das Auto nochmal. Vielleicht funktioniert es mit der flachen Rampe dann tatsächlich besser. Und ansonsten würde ich sagen, die können wir uns nochmal in Großaufnahme kurz anschauen, wenn ihr wollt. Ansonsten macht er jetzt aus und nicht vergessen zu abonnieren. Das müsst ihr noch machen. Abonnieren und die Glocke setzen. Und da sind wir mal gespannt, was dann vielleicht nächste Woche auf den Tisch kommt. Also, macht's gut, bis dahin und tschüss.